Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Tim Sänger und ich begrüße dich zu einer neuen Folge des Investor Stories Podcast. Erfahre von anderen Investoren, wie sie gestartet sind und welche Erfahrungen sie auf ihrem bisherigen Weg gemacht haben. Lass dich von ihren Geschichten, Strategien und Vorgehen inspirieren und schreibe deine eigene Investor Story. Hallo und herzlich willkommen zum Investor Stories Podcast. Und heute haben wir zum dritten Mal jemanden zu Gast, der aber noch nicht mal eine Investor Story hatte. Insofern wird es höchste Zeit, dass wir das endlich nachholen. Und zwar ist es der Thomas von P2P Game. Herzlich willkommen zurück im Podcast. Ja, hallo Tim, grüß dich. Ja, das ist schon sehr, sehr lange her, dass ich da war. Und da haben wir ja nur eine Grundlagenfolge gemacht zu P2P-Investieren. Genau, es war 2018 im Oktober. So lange gibt es auch schon hier den Investor Stories Podcast. Folge 10, eine runde Summe. Echt nicht schlecht, dass du da einer der allerersten Gäste beim Daniel warst und dann sogar für eine zweite Grundlagenfolge auch nochmal direkt hinten ran gekommen bist. Aber du bist natürlich auch Investor, nicht nur in P2P und versuchst dich durch den Dschungel des Investierens zu hangeln und hast da deine eigene Reise angetreten, die wir heute so ein bisschen uns anschauen wollen und mal von deinen Erfahrungen ein bisschen hören wollen. Insofern freue ich mich jetzt so ein bisschen auf ein paar Hintergründe, die vielleicht auch deine Leser und Hörer jetzt nicht so von deinem klassischen P2P-Blog so kennen. Und vielleicht starten wir deswegen auch mal ganz vorne beim Anfang. Wie bist du überhaupt zum Investieren und Finanzen ganz allgemein gekommen? Ich bin ja schon etwas älter, Tim, ne? Also das wird man nicht überraschen, aber ich habe die 50 schon überschritten. Also ich bin schon sehr lange bei dem Thema Investieren dabei, mal mehr, mal weniger. Angefangen habe ich tatsächlich in meiner Berufsausbildung. Also ich habe zuerst eine Berufsausbildung gemacht bei Siemens damals und da gab es schon Mitarbeiteraktien vor gefühlt 100 Jahren. Nee, was sind jetzt über 30 Jahre her, ne? Da gab es schon die Mitarbeiteraktien, die konnte ich mit meinem schmalen Auszubildendengehalt dann nicht komplett leisten, aber immer so eine Handvoll wäre schön gewesen, aber 1, 2, 3, 4 oder so habe ich mir dann doch mitgenommen und ja, die habe ich dann halt da rumliegen lassen und dann kamen irgendwann auch mal die ersten Publikumfonds auf, damals gab es leider noch keine ETFs, aber diese klassischen Fonds, die gab es da. Also habe ich dann auch ein paar Fonds dazu genommen. Da gab es ja noch so Bankberater oder Menschen, die einem dann irgendwie was verkaufen wollte. Also sprich einen Bausparvertrag hatte ich dann auch noch. Ja, und so hat es dann mal angefangen, das bewusste Thema investieren, also und dann mal wirklich auch aufzuräumen. Das kam allerdings viel später, weil vorher haben wir ja noch den neuen Markt gehabt. Den hast du, Tim, vermutlich noch nicht einmal erlebt, oder? Ja, als Dreijähriger habe ich davon nicht so viel mitbekommen. Immerhin. Ja, ich habe da zu der Zeit schon in einer Internetbude gearbeitet, zu dem neuen Marktzeitraum und habe in Einzelaktien investiert. Allerdings jetzt nicht mit dem konkreten Ziel Vermögensaufbau oder so, das war noch in weiter Ferne. Also schon, um Geld anzulegen und um Geld zu verdienen, jetzt auch nicht tradingmäßig, aber halt mal so, ich leg mal an und vielleicht verkaufe ich es irgendwann. Wobei, das ist nicht meine Stärke, Sache zu verkaufen. Ich habe zu lange oft an Dingen festgehalten, aber neuer Markt. Also derzeit habe ich dann eben in einer Internetbude gearbeitet und mir war das nicht so ganz geheuer. Also ich dachte auch so, das, was ich da tue, wieso geben die mir Geld dafür? Also Webseiten bauen und so, das ist doch alles nichts, hat doch keine Substanz. Hier, ich will russisches Öl, Lukoil haben oder Philipp Holzmann. Das kennst du wahrscheinlich auch nicht. Das war einer meiner Griffe ins Klo. Philipp Holzmann war damals eine DAX-Firma, die von Gerhard Schröder gerettet wurde oder auch nicht. Ist heute ein Penny-Stock. Also solche Dinge wollte ich dann eigentlich eher haben, so als Kontrast. Ich bin also komplett am neuen Markt vorbeigesegelt, war im Nachgang ganz gut. Also ich bin da nicht nur mit dem blauen Auge, sondern ich bin da gut durchgekommen. Ich habe allerdings auch, wie so oft, nichts verkauft, alles gehalten und das meiste davon ist dann auch wieder ganz gut zurückgekommen in den Jahren danach. Ja, und dann kamen die ersten ETFs, da habe ich auch ganz breit in alles, was es so gab und was so interessant klang und vor allem bei der damals Comdirect schon. Nee, eins zurück, sorry, nicht Comdirect, sondern DAB hieß die, glaube ich, eine Münchner Bank war das, die die ersten ETF-Sparpläne für umsonst angeboten hat, konnte ich da also auch schon einsteigen und irgendwann Comdirect kostenlose Sparpläne und habe dann halt einfach breit gestreut, nie bereut heißt es ja, ne? Naja, ein bisschen habe ich schon bereut irgendwann, aber viel investiert, ne, und auch nichts dann in die Richtung groß drüber nachgedacht, sondern einfach Geld war da, ich bin jetzt nicht so der
der das exzessiv aus dem Fenster gehauen hat immer. Ich habe also immer ein bisschen was übrig gehabt und immer was ansparen können. Und ja, vor, ja, jetzt sind es auch schon fast 10 Jahren, noch nicht ganz, habe ich mich halt dann doch mal mit dem Thema, kommst jetzt so auf die, ja, war es ja über 40, ne? Also man kommt ja schon so in die zweite Lebenshälfte bald. Also irgendwann will man vielleicht nicht mehr arbeiten müssen. Das Thema Kind, das war auch ein Kind da. Also dann waren einfach so ein paar Themen, wo ich dachte, jetzt muss ich das mal ein bisschen strukturierter angehen, das Thema Geld. Und habe zu dem Zeitpunkt dann angefangen, damals Koma und Co. zu lesen und auch Blogs zu lesen und habe mich dann ja in dem komischen Weltportfolio ein bisschen so orientiert und seitdem in die Richtung angefangen, mein Portfolio auszugestalten. Ja, du hast tatsächlich eine ganze Reihe an verschiedenen Sachen gemacht. Das Thema Komplexität würde ich später auch noch mal ein bisschen aufgreifen, weil du bist ja nicht nur beim Koma-Portfolio geblieben. Wie hat sich jetzt insbesondere entwickelt, strategiemäßig und auch Asset-Klassenmäßig? Wie ist da so grob deine Aufstellung? Also tatsächlich sage ich immer, der ETF-Stock, der ist da und der soll auch wachsen und soll auch größer werden. Ich plane sogar jetzt im Moment, dass er noch größer wird, wie er schon ist. Also ich habe, ich kann es dir genau sagen, was ich an ETFs habe oder welche Asset-Klassen. Ich habe 15% Aktien, ja, also Einzeltitel und habe nicht ganz 60% ETFs. Und dann natürlich noch P2P-Kredite sind drin in meinem Portfolio. Also das sind dann halt auch, ja, etwas mehr als meine, eigentlich, wie ich immer sage, 10%. Da bin ich auch so etwas deutlich drüber über 10%. Also es geht jetzt Richtung 15%. Und dann halt noch so Ausprobiersachen, so wie ein bisschen Crowd-Investing, ein paar Anleihen. Aber wie ich ja gesagt habe, der Fokus soll mehr auf die ETFs werden, weil ich halt doch auch gemerkt habe, mit meinen Einzeltiteln habe ich das nie so intensiv verfolgt, dass ich da meine komplette Zeit versenkt habe. Na, wie du ja erwähnt hast, schon P2P-Kredite, das ist so mein Steckenpferd und mein Blog-Thema ja auch. Und da verwende ich schon viel Zeit drauf. Und dann noch Aktien und da auch noch Research zu machen, das war nicht so erfolgreich. Sprich, bin ich wieder geswitcht und sage, hier, ich kaufe ein paar große Weltindizes, mach mir meine eigene Zusammenstellung, also durchaus schon eher marktkapitalisiert und fokussiere mich jetzt auf ein paar Handvoll ETFs, also 5 müsste ich jetzt so im engeren Wahl haben. Auch da habe ich zu viele ETFs über die Jahre angesammelt und nichts verkauft oder ganz wenig verkauft, so ganz schwach habe ich mal verkauft. Wie ist denn das Thema Ausstattung bei dir? Sind das alles Thesaurierer bei den ETFs oder ist es wie bei deinem Podcast-Kollegen Lars Wrobbel, dass da Ausstattungen auch eine besondere Rolle spielen? Das hat mehr und mehr eine Rolle jetzt gespielt. Also ich bin jetzt auch mittlerweile, dass ich einen Ausschüttender habe, allein schon auch, weil ich das steuerliche Thema, ja, es macht jetzt nicht mehr so viel aus. Zeitlang war es ja interessanter, Thesaurierende zu haben. Mittlerweile ist es ja nicht mehr ganz so interessant. Aber das motiviert schon, finde ich, auch, wenn man einfach sieht, dass jeden Monat ein paar Euro rumkommen, sind mittlerweile auch ein paar Euro mehr, wo man dann sieht, ne? Also wenn ich die Ausschüttung angucke, kann ich mal kurz auch einen Blick werfen, es dir gleich sagen. Ja, also von den Ausschüttungen her, da bin ich halt auch, was so Dividende angeht, jetzt auch schon so bei 300, 400, 500 Euro im Monat, so um den Dreh rum. Das schwankt ja ziemlich bei den Ausschüttungen. Und das ist halt schon nett, wenn man das so sieht, was da so rein purzelt jeden Monat. Und P2P hat noch wesentlich mehr Cashflow. Also da komme ich eher in Richtung 600 Euro. Das heißt, so ein, naja, Gehalt ist natürlich nicht, aber es ist schon mal so ein Zustrom an Mittel, das einem ja in vielleicht schlechten Zeiten oder sowas dann auch durchaus helfen kann. Und ich sehe es schon so, dass auch die Tendenz bei mir hingehen wird, dass ich irgendwie eine Ausschüttungskomponente brauche, weil eben, wie ich das gesagt habe am Anfang, ich nicht der Verkäufertyp bin. Also ich kann ganz, ganz schlecht loslassen, was dann auch bei mir gegen Einzelaktien spricht, weil da muss man loslassen können. Ja gut, das kommt natürlich auch immer so drauf an. Es gibt ja so die ultimativen Qualitätsdividendenaktien, so ein Procter & Gamble, eine Coca-Cola, eine McDonald's, die man wahrscheinlich schon bis in die Ewigkeit halten könnte. Hoffentlich. Aber wäre jetzt auch das, was dein Raster fällt, oder sag ich mal, vielleicht, wenn wir erstmal so die Asset-Klassen Stück für Stück durchgehen, erstmal ETFs, dann Einzelaktien, auf was schaust du da? Sind das einfach breit gestreute Europa, USA ETFs? Oder hast du da bestimmte Strategien, sag ich mal?
Also ich schaue schon drauf, dass ich so eine, ja, 80% entwickelte Regionen oder Länder habe und 20% Schwellenländer, wobei ich aber dazu auch meine P2P-Kredite zähle. Ne? Also die sind ja auch überwiegend in Schwellenländern unterwegs, so dass der, wenn ich die reine Aktienseite angucke, der Anteil da deutlich geringer ist. Also meine Emerging Market Fonds oder ETFs sind da kleiner. Die Aktien an sich, also wenn du jetzt auf die Aktienseite gehst, da habe ich überwiegend entwickelte Länder. Also ich glaube, ich habe überhaupt keine Aktien außerhalb von Europa, USA, Kanada in meinem Portfolio liegen. Das, da habe ich jetzt keine Schwellenländer als Einzeltitel. Ne? Und die Aktien sind dann, nach welchen Kriterien wählst du die aus? Nach Coolness. Was ist cool für dich? Das schwankt. Ne? Ich habe ja immer gesagt, ich brauche Spielplätze. Deswegen ist es ganz wichtig für mich, die ETFs, die müssen solide sein. Dann, deswegen möchte ich auch noch mehr wie 60%, eigentlich eher 70, 80 haben. Und dann kann ich andere Dinge ausprobieren. Sowas wie jetzt CEFs, ne? Also diese Closed-End-Funds, die hoch ausschüttend sind, fand ich auch eine Zeit lang spannend, finde ich immer noch spannend. Habe ich auch einige im Portfolio liegen. Oder eben Einzelaktien. Ich habe mal hier Christian W. Röhls Dividendenadel-Portfolio nachgebaut bei Trade Republic, einfach mit 200 Euro pro Titel, ne? Weil halt geht ja mittlerweile, kostet nur 1 Euro traden. Ja, warum soll man das nicht machen? Vielleicht, weil es einen Haufen Arbeit macht und man dann Überblick dann irgendwann verliert. Also solche Dinge habe ich dann einfach ausprobiert. Ne? Also das sind natürlich keine ernsthaften Aktienpositionen an der Stelle, würde ich sagen. Die größeren Anteile, die sind dann, ja, Titel, wo ich drüber gestolpert bin, zum Beispiel eine Brookfield Renewable Partners Aktie, das ist ja ein Energielieferant oder Wasserkraft, mittlerweile glaube ich auch ein bisschen Atomenergie drin, aus Kanada oder USA notiert. Das fand ich ein interessantes Investment, eben weil es ein hochausschüttendes war oder auch noch ist. Und ja, erneuerbare Energien, sowas hat mich immer schon angefixt. Ne? Das ist so ein Thema, da bin ich dabei. Ich habe aber auch eine Fraport im Portfolio, eine Henkel, eine Shell, eine SAP. Also ich bin da wirklich breit durch. Allerdings halt in kleinen Portionen, würde ich mal einfach sagen. Ne? Das sind eher so kleinere Werte. Also was ich sagen kann, also ich habe durchaus Aktien auch in größeren Einheiten oder größeren Portionen. Das sind aber meistens dann sowas wie ein Berkshire Hathaway oder nicht Mattel, sondern so wie Berkshire, nur die Konkurrenz dazu. Markel, genau, habe ich noch drin in größeren Portionen. Oder auch so BDCs, also eigentlich auch wieder, ja, Sammelanlagenobjekte, ne? Also weil dann denke ich, ja, wenn ich da größer investiere, dann will ich halt auch sicher gehen, dass es das noch gibt oder dass ich mir nicht so viel den Kopf machen muss über das Ganze. Und die Einzelaktien, die kleinen vielen da, ja, die lasse ich mitlaufen. Ab und an verkaufe ich tatsächlich jetzt mittlerweile auch was. Das habe ich mir jetzt halt vorgenommen, dass ich auch mal loslasse, wenn ich da eben keinen Potenzial mehr drin sehe. Was ich nicht schaffe zu verkaufen, sind Sachen, die halt wirklich gut gelaufen sind. Und das gibt es durchaus im Portfolio, ist ja ganz schön. Auf jeden Fall. Ja, das Ganze muss ja auch Spaß machen. Das ist ja auch häufig, sag ich mal, eine Komponente. Und insbesondere daher kommt ja auch so ein bisschen dann der Name bei deinem Steckenpferd P2P-Game. Weil es ist, glaube ich, zumindest, sage ich mal, in den spekulativeren Plattformen so ein bisschen als Spaß- und Testprojekt gestartet. Vielleicht magst du mal so ein bisschen teilen, wie bist du damals zum Blog gekommen und wie war da so die Entwicklung und dem Thema P2P-Kredite? Ja, ich habe 2017 mit P2P-Krediten und Investieren gestartet. Zu dem Zeitpunkt war es für mich noch eine sehr, ja, fischige, dubiose Ecke. Also da habe ich echt gedacht, boah, Baltikum, ich soll Geld ins Baltikum überweisen und was ist denn das? Also ich weiß nicht, die Wucherzinsen oder was da läuft. Ist das überhaupt echt oder buchen die nur Luftnummern? Und ich habe es dann als Game, als Zockerei empfunden. Das war dann am Anfang auch wirklich Spielgeld. Und das hat sich doch extrem verändert, das Ganze, muss ich sagen, über die Jahre. Ich würde es heute nicht mehr so nennen, das Blog, aber na, du weißt ja, wie es ist, mal einen Markennamen oder etwas umzubenennen, ist schwierig. Also ich würde sagen, ein Game ist nicht mehr, für mich auf gar keinen Fall mehr. Und viele Plattformen haben ja auch
den Wilden Westen verlassen, sind aus den Kinderschuhen rausgewachsen, sind etabliert, sogar lizenziert, reguliert. Also da haben wir jetzt eine gute Entwicklung gesehen, finde ich, in den letzten Jahren. Auf jeden Fall, der Markt ist definitiv erwachsen geworden, hat auch um einiges mehr Volumen angezogen. Mintos ist jetzt auch irgendwie, hat eine deutsche Vertriebslizenz über die ETF-Geschichten erhalten, macht seitdem auch auf eine ganz andere Art auf einmal Werbung im deutschen Markt. Ist wirklich spannend zu sehen, wie sich die Plattform und auch die Branche weiterentwickelt hat und wiederum andere Plattformen sich aber gefühlt auch gar nicht entwickelt haben. Das geht da die Schere doch schon sehr weit auseinander. Vielleicht magst du ein bisschen Einblick geben, wie dein P2P-Portfolio aufgebaut ist und was da vielleicht für dich so Core-Portfolio-Positionen sind und was vielleicht mehr so dieses Testen ausmacht. Ja, also das Testen, das sieht man immer daran, dass ich halt im Prinzip der Block getrieben, oder was heißt Block getrieben? Ich meine, zum einen finde ich es total spannend. Ich teste ja auch gerne, weil es mir auch Spaß macht. Das war ja auch so ein bisschen der Punkt. Ich brauche Dinge, damit ich nicht an meinen ETF-Themen rumschraube ständig. Also muss ich irgendwas haben, wo ich mich austoben kann. P2P war damals noch nicht so viel. Da gab es neben Lars nur ganz wenige, die drüber geschrieben hatte. Da war also noch ein bisschen Platz in der Nische und dachte mir, ja, da kann ich mich austoben. Und weil es halt auch so fremd war, ne, Aktien kannte ich ja schon lange, das war ja langweilig. Also von daher probiere ich immer noch und weiterhin halt ständig neue Dinge aus. Aber Core-Portfolio ist bei mir ganz klar die großen Plattformen auch, die jeder ja so kennt. Ne? Also ein Mintos findest du da ganz, ganz weit oben bei mir drin in der Plattform. Du findest bei mir dann auch ein Bondora und Crow tatsächlich immer noch, auch wenn ja viele jetzt hier Bondora schon nicht tot gesagt, aber nicht mehr so cool finden oder irgendwie problematisch sehen. Ich sehe es nicht so kritisch in Bondora. Die haben über Jahrzehnte nicht, aber ich glaube, sie machen bald ein Jahrzehnt voll, also über einige Jahre gezeigt, dass sie das durchaus bewirtschaftet kriegen, erfolgreich, das Portfolio. Macht mir da jetzt auch keine großen Sorgen. Man muss sich natürlich trotzdem fragen, die Zinsen stehen in Relation zum Risiko. Ne? Also 6,75% sind jetzt in der aktuellen Zinsphase eigentlich, finde ich, nicht mehr in einer Relation zu einem, ja, Junkbond, ne? Weil das ist ja nichts anderes, wenn das wir da investieren bei P2P-Krediten in Junkbonds. Ja. Vielleicht einmal kurz gesagt, also für wen wir jetzt hier Chinesisch reden mit P2P und diese ganzen Namen und Plattformen alle nicht sagen, dem empfehle ich dann doch die Grundlagenfolge mit dem Thomas natürlich, die ist zwar jetzt ein bisschen älter, deswegen haben wir neulich auch mal eine neuere Folge gemacht mit dem Danny Neidhardt. Die kann ich euch sonst auch empfehlen. Es gibt auch weiterhin viele, viele gute Blogs dazu, unter anderem den von Thomas, was ja auch YouTube-Videos mittlerweile, da kann man sich auch, sag ich mal, ein paar anfängergerechte Inhalte durchaus auch abholen. Also ist alles in den Shownotes verlinkt. Schaut da einfach mal vorbei. Ja, wir können ja noch ein Wort dazu sagen. P2P-Kredite sind nicht mehr, wie man es ursprünglich denkt, Kredite direkt an andere Personen. Die Zeiten sind fast vorbei. Selbst bei Bondora geht es nicht mehr, sondern im Prinzip leihen wir einer Firma Geld, die dann genau dieses Einzelkreditgebergeschäft macht. Manchmal leihen wir der Firma direkt das Geld. Also dann läuft es halt zu einer, was ist das beste Beispiel da an der Stelle? Ja, eigentlich Bondora, oder? Man leiht es eigentlich mehr. Ja, genau, Bondora ist es direkt, Bondora. Und Bondora bewirtschaftet ist die Kreditnehmer direkt. Oder man haben halt noch eine Indirektion drin, wie bei Mintos, wo Mintos als Marktplatz für ganz viele von diesen verschiedenen Kreditgebern, die man ja auch aus der Fernsehwerbung kennt, Easy Credit oder sonst wie, also natürlich jetzt nicht in Deutschland, aber die Kreditgeber hocken ja im Baltikum, ganz viele, denen geben die das Geld und wir partizipieren dann halt von Zinssätzen zwischen 6 und 15%, würde ich sagen. So, das ist so die Größenordnung. Nach hinten raus zu den Kreditgebern werden ganz andere Zinssätze gehandelt, aber darum kümmern wir uns in den meisten Plattformen, diesen klassischen oder diesen beliebten Buyback-Plattformen überhaupt nicht mehr. Das übernimmt alles die Plattformen für uns. Funktioniert alles, solange die Kreditnehmer bezahlen und vor allem auch die Plattform richtig gewirtschaftet haben, läuft das wunderbar. Kann aber auch mal sich drehen. Ja.
Und gerade Bondora ist ja jetzt, sag ich mal, auch ein Spezialfall, in dem Sinne direkt vielleicht auch schon mal die Frage vorangeschoben, womit ich meine eigene Frage und deine Antwort dazu zwar unterbreche, aber sei es drum. Und zwar, Bondora funktioniert ja, um einen Lieblingsbegriff zu verwenden, ja wie so eine Tagesgeldalternative. Jetzt ist es natürlich risikotechnisch vielleicht kein Tagesgeld, aber sie lässt sich ja so nutzen. Und nutzt du sie tatsächlich als langfristige P2P-Anlage oder nutzt du sie auch wie so ein Tagesgeld, wo du mal Geld rein und raus nimmst? Genau, ich nutze sie tatsächlich als Tagesgeld im Moment. Also ich erwarte, da werde eine Steuerrückzahlung tätigen müssen dieses Jahr und habe gedacht, kann ich zwar auch aus anderen Mitteln bezahlen, aber ich gehe das Risiko ein und lasse einfach mal bei Bondora das Geld liegen, dass es nicht ganz so schmerzt, wenn ich da was bezahlen muss. Also sonst würde ich Bondora, sie ist in meinem Portfolio mit drin, ich reporte es auch, aber im Kopf habe ich den Teil schon so einem größeren Teil rausgerechnet, weil es einfach irgendwann zum Finanzamt fließen wird. Ja, also das ist mein Tagesgeld, aber nicht mit dem Wissen drum, dass es diese Sicherheit wie Tagesgeld hat. Also es ist Geld, was ich einfach abgeschrieben habe, nicht wirklich abgeschrieben, aber abgeschrieben habe, dass es immer und ewig da sein wird, falls mal was wäre. Ne? Also ich habe auch durchaus echtes Tagesgeld, wo ich weiß, wenn morgen die Waschmaschine kaputt geht und keine Ahnung, irgendwas wirtschaftlich trotzdem rumpelt, komme ich an das Geld ran und nicht muss vielleicht 3 Jahre warten oder ich komme gar nicht mehr dran. Ja, ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt. Dann machen wir mal weiter in der Reihenfolge. Genau. Mintos und Bondora hatten wir schon. Was kommt als nächstes? Genau, ich habe noch ein paar Plattformen, die kaum jemand auf dem Schirm hat. Ich habe noch diese echten P2P-Plattformen. Da gibt es ein Finbi, Neofinance und Omara. Das sind Plattformen, wo man tatsächlich in ausfallende Einzelkredit investiert. Also der Kredit wird von mir finanziert an einen einzelnen Kreditgeber. Die Plattform kümmert sich um das Inkasso und das Eintreiben, aber direkt 1:1 durchreichend. Das heißt, ich bekomme dann zwar auf dem Papier stehen dann vielleicht 20% Zinsen, aber es fallen Kredite aus. Und von den ausgefallenen werden auch nur ein Teil eingetrieben. Manche müssen komplett abgeschrieben werden. Das finde ich vom Prinzip her, vom Risikoprofil her eigentlich angenehmer, weil im schlimmsten Fall fällt ein einzelner Kredit komplett aus, wird schlecht eingetrieben. Aber die Wahrscheinlichkeit, dass halt eine ganze Plattform oder der ganze Kreditgeber wegbricht, ist halt da wesentlich geringer als jetzt bei einem Anbahner oder bei einer Einzelkreditgeber auf Mintos oder jetzt auch ein Bondora als großer Klumpen, wenn die irgendwie falsch wirtschaften, ist es halt schwieriger, wie wenn ein einzelner Kredit ausfällt, ne, zu handhaben. Du weißt, was ich meine, oder? Ich weiß auf jeden Fall. Also ich glaube, wer sich ein bisschen mit dem Thema auseinandergesetzt hat, der kann dem auf jeden Fall folgen. Was ist denn deine Erfahrung, so insbesondere auch im Vergleich zu den anderen? Und ist das Geld da, sag ich mal, ähnlich langfristig gebunden, weil das wahrscheinlich sich ein bisschen hängt, ne? Genau. Genau, das Geld ist dort zum Teil, das kommt drauf an, es gibt Plattformen von diesen drei genannten, da haben zwei auch einen Zweitmarkt, da kommt man durchaus früher raus aus dem Ganzen, also wenn man Geduld mitbringt, auch mit wenig Abschlag oder Aufschlag. Und ich kann dir sagen, also ich habe jetzt bei Neofinance und bei Omara und bei Finbi alles um die 11-13% Rendite von 11-13%, aber auch schon seit 2017 über die gesamte Laufzeit, ja, also die bleibt stabil und das sind ja jetzt schon auch einige Jahre, wo ich investiere, nicht bei allen gleich lange, aber Finbi bin ich schon sehr lange dabei. Es ist natürlich immer so ein bisschen nicht ganz greifbar, ne? Weil ich habe immer ein paar Kredite im Ausfall hängen, ich habe immer ein paar Kredite, die gerade wunderbar zahlen. Wie es heißt so schön, abgerechnet wird erst am Schluss. Ja, also wenn ich dann halt irgendwann mal wirklich alles Geld rausziehe, habe ich dann wirklich noch 13% oder geht es dann doch runter auf 10, 11. Bin aber schon bei Plattformen so weit, wo ich sage, wenn ich jetzt alles verkaufen würde, bin ich auf jeden Fall mit Plus raus. Also selbst wenn ich alles zu Null verkaufe, habe ich jetzt irgendwie, keine Ahnung, also wenn ich jetzt alles verkaufe, plus die Zinsen nehme und dann ist der Rest, was abzuschreiben habe, geringer als das, was ich halt reingesteckt habe. So, und dann denke ich, dann kann immer viel passieren, außer dass halt meine Zinsen weg wären oder wenn natürlich die ganze Plattform abgewickelt werden würde, ein Insolvenzverfahren oder so, aber das wollen wir ja nicht hoffen. Ja. Ja, ich meine, dieses Problem sieht man aktuell tatsächlich bei Estate-Guru ziemlich gut. Denn dort ist, also zumindest bei mir und bei auch durchaus dem einen oder anderen Anleger, ein relevanter Portfolioanteil jetzt nicht ausgefallen, aber zumindest im Default-Prozess und in der Eintreibung. Ja. Und da wird sich insbesondere der Geist der Plattform halt scheiden und die Zukunft, ob sie es halt schaffen, das einzutreiben. Da sieht man bald auch schön die Risiken, die wir ja
nicht, wir beide bestimmt nicht, aber vielleicht auch der ein oder andere nicht so wahrgenommen hat. Also, dass Kredite halt ausfallen können. Ich meine, wir lesen da oder wir haben da gesehen 12% Zinsen. Ja, wie soll das funktionieren, 12% Zinsen auf Dauer und sicher zu einzunehmen, wenn da kein Risiko hinten dran lauert? Klar, es geht, Guru hat einen Haufen eigene Fehler gemacht. Also das, was in Deutschland getrieben haben, das war sicherlich auch fahrlässig. Aber die haben ja auch Ausfälle in Finnland und in Litauen oder wo auch immer. Sie haben ja nicht überall Ausfälle, wo es auch immer mal wieder dann eine Eintreibung gibt. Bisher kommt viel zurück, aber auch da haben sie es nicht geschafft, immer alles zurückzuholen. Also da muss man einfach mit rechnen. Gut, ob man damit rechnen muss, dass Deutschland eine Vollkatastrophe wird. Ich war auch zu naiv. Eigentlich hätte man ja schon dran sehen können, dass man Schlösser im Osten vielleicht nicht so toll wieder verwertet bekommt, ne? Oder irgendwelche Hotels, die selbst auf den aufgehübschten Fotos schon aussehen wie die letzten Bruchbuden und da ein Altersheim rein sollen. Mein Gott, das sind also Triggerpunkte, ne? Es fasziniert, dass man da trotzdem investiert, ne? Also, obwohl genau, man ja eigentlich diesen Hintergrundgedanken hat. ja, aber man denkt dann auch dann, ne, ein Altersheim, das brauchen wir immer, wir werden alle älter hier und so, aber im Endeffekt, wenn man mal drüber nachdenkt und die Verwerterseite anguckt, ja, was, die Leute würden vielleicht noch Wohnungen kaufen und ja, irgendwie bezugsfertig machen, aber ein Schloss, wo man Millionen reinstecken muss zum Sanieren allein, ist eigentlich unverkäuflich. Ja, aber klar, genau. Also das sind so die Probleme, wo ich das sehe. Und ich würde Estate Guru nicht ganz abschreiben. Also ich schreibe sowieso nicht ab, aber ich hoffe schon und erwarte eigentlich auch, dass sie da wieder sich davon erholen, rauskommen. Man, die haben immer noch, bringen ja immer noch gut Projekte an den Mann. Ich investiere auch weiter, habe einen Teil abgezogen, aber nicht alles. Ich habe noch knapp 100 Projekte dort am Laufen, von aber auch einigen im Ausfall, wie du sagst. Ich würde schon sagen, die sind ausgefallen, müssen halt jetzt eingetrieben werden. Bei den Deutschen bin ich nicht so optimistisch. Also ich hoffe, dass sie 60% oder so wieder zurückholen, viel mehr. Kann ich mir fast nicht vorstellen. Ich glaube, das war auch so ein bisschen meine Lehre, die ich daraus gezogen habe. Ich habe zum Glück sowieso nicht so ultra viel in Deutschland investiert und wenn dann auch nur in Projekte, wo der LTV so gering war, dass ich mir gesagt habe, selbst wenn es dazu kommt, dann und selbst wenn man Sicherheitspuffer drauflegt, dann hoffe ich, dass so eine Eintreibung noch was rumkommt. Ob das passiert, wird sich noch zeigen, aber in Zukunft investiere ich zumindest nur in Projekte im Baltikum, wo auch die Eintreibung nicht so ultra lange dauert, weil da kann man halt innerhalb von 1-2 Monaten zum Gerichtsvollzieher gehen, während das halt in Deutschland über Jahre dauern kann. Das denke ich auch. Ich meine, da müssen, glaube ich, auch wir Anleger Geduld mitbringen, weil wir ja eigentlich selber wissen, wie das ist in Deutschland, wie lange so ein Verfahren gehen kann, so ein einfacher Gerichtsverfahren. Da darf man jetzt Estate Guru erstmal keinen Strick draus drehen. Vielleicht an der Auswahl, wie sie die Projekte damals ausgewählt haben, können wir einen Strick draus drehen, aber ich denke, im Moment arbeiten die tatsächlich, soweit es halt geht, da dran. Die haben ja auch eigenes Büro beauftragt und so und Rechtsanwälte. Also an der Stelle sehe ich das auch so, dass man da vielleicht im Moment keine weiteren Vorwürfe Estate Guru machen kann, dass sie da was verschleppen. Das geht es halt seiner Zeit und ich vermute und befürchte, wir werden auf Geld verzichten müssen an der Stelle. Gehört halt am Ende dazu und deswegen gibt es ja auch diese hohen Zinsen, hast du ja eben schon gesagt und deswegen ist ja auch interessant, nicht nur die Bruttorendite, was, sag ich mal, kommt da insgesamt so an 12-15% an was auch immer rein, sondern in der Nettorendite. Da hatte ich persönlich bei mir auch mal tatsächlich auch mal frisch reingeguckt, bin ich tatsächlich netto bei so, ja, je nachdem, ob man jetzt eine annualisierte True-Time-Weighted Rate of Return ansetzt oder einen internen Zinsus zwischen 5-7% netto nach Totalausfällen wie Gruppier und Coinloan, die da eingerechnet sind. Wenn ich mir die einzelnen Plattformen angucke, ist das bedeutend besser teilweise, deutlich im zweistelligen Bereich, aber durch diese Ausfälle hat es mich dann doch durchaus zurückgeworfen. Liegt natürlich auch dran, dass ich aber zwischendurch auch ein bisschen mit Leverage gearbeitet habe, der dann natürlich doppelt wirkt. Stimmt, ich erinnere mich da. Da hatten wir aber auch drüber diskutiert. Tim, da hatte ich doch bestimmt gewarnt davor. Also ich habe jetzt gerade mal geschaut, ich habe seit 2017 tatsächlich interner Zinsfuß 8,17%. Und das, obwohl ich ja auch einiges mitgenommen habe und auch manches ja fast schon mit sehendem Auge reingelaufen bin, würde mir, denke ich, heute nicht passieren. Also der hat sich auch verbessert in den letzten Jahren, mein Zinsfuß. Ne? Also wenn ich das auf ein Jahr angucke, bin ich bei über 10%. Aber man muss ja ehrlich sein, man muss über die gesamte Laufzeit, und da bin ich bei 8%.
über 8%. Und das finde ich, es ist jetzt nicht großartig. Ich glaube, im MSCI World hätte man es nicht so viel weniger oder man mehr hätte sogar mehr gemacht. Man hätte sogar mehr gemacht. Das ist natürlich eine andere Art von Schwankung. Ich glaube, das ist ja auch der Reiz an dieser Anlage, dass es das Gesamtportfolio durchaus stabilisieren kann. Und vor allem Cashflow. Also für jemanden, der Cashflow haben will, das kriegt man halt mit P2P perfekt hin. Also das durch die Zinsen plus die ganzen Rückflüsse hast du eigentlich permanent Geld, was in Bewegung ist und was du rausziehen könntest. Also wenn du du kriegst, sagen wir mal 1.000 Euro Zinsen, du kannst aber dann eigentlich sogar mehr im Monat rausziehen, wie du an Zinsen bekommen würdest, weil du halt ständige Rückflüsse hast von irgendwelchen Krediten, die da zurückgezahlt werden, Zinsen, die daherkommen. Und das kriegst du halt beim MSCI World so nicht hin. Das ist ja auch fairerweise ein unfairer Vergleich, weil man vergleicht zum einen auch Fremdkapital mit Eigenkapital. Wenn man sich tatsächlich mal Junkbond-Anleihen anguckt, sind diese tatsächlich schlechter gelaufen. Also da hatte man, also auch ich hätte mit meiner mittelmäßigen P2P-Performance da auch sogar den Junkbond-Index outperformed. Ja, also ich finde es tatsächlich eine interessante Assetklasse immer noch und ich finde, dass sie auch interessanter wird. Man muss jetzt halt ein bisschen die Zinsschiene beobachten jetzt, wenn die immer mehr in den Mainstream rutschen, die P2P-Kredite. Also wenn wir jetzt halt unter die 10% bei Mintos sind wir jetzt schon fast da angekommen, wenn wir da noch weiter deutlich runterrutschen. Ich meine, das Risiko wird ja nicht weniger. Oh. Also dann ist schon die Frage, ich habe jetzt zum Beispiel auch direkt in ein paar Anbahneranleihen investiert, wo ich halt 13-14% bekomme. Wenn ich bei Mintos von dem Anbahner einen Kredit für 10% kriege, dann frage ich mich halt schon, passt das noch zusammen? Aber noch sehe ich das noch als zyklische Schwankung, die wir immer wieder bei P2P sehen. Wir haben immer Phasen, wo die Zinsen runtergehen und danach bretzeln sie wieder hoch. Also, aber es ist tatsächlich ja die Frage, ne? Ist der Preis für das Risiko hoch genug, insbesondere wenn man, sage ich mal, die Ausfälle einrechnet? Und ich glaube deswegen auch bei mir, die Ausfälle waren durchaus eine sehr gute Lehre, in wie möchte ich mein Portfolio auch zukünftig gewichten. Da hatte ich zeitweise auch in einzelnen Anbahnern zum Beispiel zu viel. Als Cashback gehabt, ne? Ne, tatsächlich gar nicht mal Cashback getrieben. Einfach auch aus der Standard, sag ich mal, Warte her, wie, sag ich mal, jetzt einzelne Kreditgeber auf Mintos, die einfach von sich aus schon die höchsten Zinssätze haben, höher gewichtet wurden, auch allein schon von dem Autoinvestor, da ich mal erst ab einem bestimmten Limit gegriffen hat, aber dann halt alles darüber hinaus gekauft hat und dann hat das natürlich zu gewissen Häufungen geführt. Passiert mir nicht mehr, ich picke genauso wie du tatsächlich auf Mintos nur noch manuell. Ist ein bisschen Aufwand, aber ich erhoffe mir dadurch langfristig auch einen Vorteil. Ja, also zumindest mal hast du dann dein Portfoliogewicht im Griff. Und ich meine, man muss halt auch sagen, diese Passivität, die ist nicht wirklich da bei P2P-Investments. Also man muss da am Ball bleiben, man muss aktiv was tun, finde ich durchaus, um ein vernünftiges Risikorenditeprofil zu bekommen. Also ein reines passives Anlegen, dann landen wir bei Bondora. Da finde ich, da passt das Zinssatzrisiko nicht ganz. Oder was ich sogar noch schlimmer finde, ist Moneyfit. Das persönlich kann ich nicht mit meinem Gewissen vereinbaren. Das ist so mit Abstand der schlechteste Kreditanbahner auf Mintos, der dann auch noch weniger Zinsen anbietet. Das ist das da finde ich das Risiko überhaupt nicht mehr angemessen. Mit 8% ist natürlich gerade in der Blogger-Szene extrem unten vogue, Moneyfit, weil die halt tolle Prämien raushauen. Aber Moneyfit, also wenn man in Creditstar, was ich übrigens tatsächlich tue, ich investiere ein bisschen in Creditstar, dann entweder bei Ländermarket, wo es dann halt auch 17-18% gibt, oder bei Mintos, da haben sie 15-16% die Dinger gehabt, die sich dann aber auch drum kümmern, um das Eintreiben. Oder halt bei Ländermarket, wo man halt ein bisschen nie weiß, wann je das Geld zurückkommt, aber das wird ja dann auch vergoldet. Ne? Also, ja, also Ländermarket ist nichts für mich tatsächlich. Mintos habe ich die gleiche Idee, dass Mintos im Zweifelsfall schon auch bewiesen hat, dass sie das Geld, wenn auch später als früher, aber immerhin kriegen sie es von denen wieder zurück. Ja, also ich gehe auch davon aus, dass die Moneyfit-Investoren das Geld, solange es Credits da gibt, zurückbekommen. Ich meine, die wären blöd, wenn sie Moneyfit nicht bedienen würden. Nur, ich meine, ich weiß nicht, ob du mal in die Bilanzen reingeguckt hast oder einfach beobachtet hast, Credits da fährt halt einfach einen heißen Ritt. Also die fahren schon immer auf Spitz auf Knopf und das muss man sich, finde ich, bezahlen lassen. Da müssten halt 17, 15, 16% auch für uns rausspringen, dass wir das mitgehen.
und nicht irgendwie 8% und uns in Sicherheit wiegen mit tagesgeldartigem Zeug. Ja. Das ist so mein Ding, ja. Nee, aber das sehe ich ja tatsächlich genauso. Und gut, das Risiko hast du zusätzlich nochmal über eine breite Streuung auch abgedeckt. Du hast noch viele kleine Testplattformen. Wir sind jetzt ja durch die Hauptposition so ein bisschen durchgewandert. Genau, wir können gerne noch ein bisschen durchgucken, was ich noch so drin liegen habe in meinem Bestand. Also wir haben ja jetzt die Estate Guru ist übrigens bei mir auch noch auf Platz 4 tatsächlich. Also es ist keine kleine Position, habe ich ja schon gesagt. 100 Kredite sind da noch ungefähr drauf. Dann kommt nach Neo Finance kommt dann auch ein Heavy Finance dazwischen, also eine Agrarkreditplattform. Das ist auch eine klassische Plattform, wo Dinge ausfallen können. Da gibt es Besicherungen mit Land, Maschinen. Und das ist auch ein Risikoinvest, was gerade nicht so gut aussieht. Also ein Wetten auf die Zukunft, weil da investiere ich in sogenannte CO2-Kredite, Carbon-Kredite. Also da gibt es die Zinsen nicht in Form von Zinsen, sondern in Form von Zertifikaten. Ja, also die zahlen den Kredit zurück nach 48 Monate und fangen dann nach 2 Jahren oder so an Zertifikate für dieses Land, was man da halt hinten dran liegen hat, also für das, was der Landwirt bestellt, auszugeben. Und die Zertifikate will dann Heavy Finance weiter veräußern. Wenn man jetzt halt weiß, dass der Zertifikatsmarkt in den letzten Jahren nicht ganz so toll sich entwickelt hat, weil der Zertifikate früher auf den Markt kamen, könnte die Wette nicht aufgehen. Aber wenn die Wette aufgeht, wären das halt mehr wie 10-11% pro Jahr, was da an Zinsen gibt. Also die haben eine Schwankungsbreite zwischen, ich meine, 10-30%, was es so an Renditeerwartung pro Jahr für diese Carbon-Kredite machen. Es ist meine kleine Wette, also sozusagen das, wie nennt man das? Das Zocker-Portfolio, ne? Also innerhalb der P2P-Ecke. Die haben aber auch bei Heavy Finance ganz normale, solide, in Anführungszeichen, Landkredite mit einer üblichen Verzinsung um die 12-14%. Genau, und dann kommt ein Wire Invest auch noch bei mir, also regulierte Plattform mit ordentlich Zinsen. Ich glaube, im Moment sind sie bei 12%. Dann kommt noch eine Agrarplattform, die ist kleiner, das ist Lande. Lande ist ganz klassisch Agrarkreditplattform gegen Land, Getreide oder auch Maschinen. Da hat der ein oder andere Investor, ich auch, dann auch merken müssen, dass ja vieles versichert ist, aber nicht alles. Also wenn der Landwirt irgendwie keinen Bock mehr hat oder irgendwie Mist baut und die Ernte halt vergammeln lässt, dann hilft keine Hagel- und sonstige Versicherung dagegen und dann ist es halt weg und dann muss man gucken, ob man zum Geld kommt. Also laufen auch ein paar Eintreibungen. Noch unterm Strich sieht es ganz gut aus, aber auch da manifestieren sich die Risiken. Die haben ja auch ein paar IT-Probleme, wenn ich das richtig drauf habe. Ja, die hatten. Bei mir sieht es jetzt wieder gut aus. Ich weiß nicht, ob sie noch welche haben. Die werden wir demnächst auch mal interviewen, weil da gibt es noch ein paar Punkte, wo man durchaus nachfragen kann. Bin ich gespannt, was uns da der CEO demnächst im P2P-Café erzählt. Hier mal kleine Werbung. Ne? Genau, ne? Das ist der Podcast von Lars. Ich glaube, haben wir gerade eben auch schon mal angeschaut. Ist natürlich auch in den Shownotes verlinkt, also auch gerne prima, vorbeischauen. Genau. Sollen wir noch schnell ein paar Plattformen durchgehen? Also wir sind jetzt schon... Ja, schnell durchlauf hier vielleicht noch Twino mal. Machen wir noch, die kennt noch der eine oder andere auch reguliert. Dann Debitum, Income, Esketit, Fintown, Linked Finance und dann wird's klein. Also so, ja. Also da kommen noch eine Handvoll Plattformen mehr hinterher. Ich sammle die ja auch, die Plattformen, mehr oder weniger. Schauen wir immer was Neues an. Gerade wird Nektaro durch den... Blockraum getrieben, neue Plattform, die auch lizenziert ist, aber noch viele, viele IT-Probleme hat. Also auch nichts, was ich jetzt sage, muss man jetzt sofort mit reinspringen, außer man will halt viel Cashback haben. Das ist halt so das übliche Vorgehen bei neuen Plattformen. Cashback für Erstinvestoren, damit sie überhaupt ein Volumen erreichen, um operieren zu können. Und das ist natürlich interessant, aber macht es halt auch riskant, weil man weiß ja nicht, was aus den neuen Plattformen wird zukünftig. Ja, das stimmt. Du bist ja auch ein paar anderen Geschichten, da würde ich jetzt gar nicht so tief drauf zu sprechen kommen, weil also Venture-Aktivitäten nennen wir es das einfach mal. Aber vielleicht magst du trotzdem einen kleinen Überblick geben, einfach was du dir noch gern anschaust. Also ich habe mir mal eine Zeit lang das Crowdfunding-Thema auch angeschaut. Seeders, Crowdcube, wo jetzt auch Mintos ja wieder, ich glaube 3 Millionen haben sie eingesammelt. Eine Rekordgeschwindigkeit, muss man sagen. Ja, das ist sehr schön, ja. Bin ich auch in der ersten schon investiert, EstateGo damals auch. Ich investiere nicht mehr mittlerweile in diesen Plattformen. Ich habe über einen anderen Podcast, Doppelgänger heißen die zwei Kollegen, da habe ich
mehr oder weniger mich dann auch da nochmal von einer anderen Perspektive aus mit den Startup-Themen beschäftigt oder damit reingehört. Und da gibt's halt die Thematik, dass auf diesen Plattformen eigentlich nur die Dinge landen, die kein Venture-Capital-Geber haben will. Also das ist halt, eigentlich landen da die Sachen, die halt sonst keiner anfassen möchte. Das heißt, wir haben da kaum eine Chance, wirkliche Perlen rauszupicken. Die zeigen uns dann natürlich immer Revolut, was ja ausgerechnet bei Sie das finanziert wurde, dass es durch die Decke ging. Ich hätte es auch gerade angeführt. Aber das ist auch so ziemlich das Einzigste, ne? Und wenn man halt guckt, mein Portfolio dort hat halt eine Rendite, schreiben sie, von 8% über die letzten Jahre. Ja, das ist schön, nur ich kann die ja kaum realisieren. Da gibt es zwar einen Zweitmarkt, aber die auf dem Zweitmarkt zahlt fast nie jemand mehr, wie das, was es da an Wert ist, sondern eher im Schnitt viel weniger, was die als Wertfeststellung haben, gerade im Moment. Ich habe noch gar keinen Exit in meinem Portfolio. Ich habe es jetzt auch schon ein paar Jahre laufen. Also ich glaube, adverser Bias nennt man das, glaube ich, ne? Diese Fehlallokation, die wir da kriegen. Also ich sehe das nicht mehr so als interessant an. Das ist ganz nett. Also was schon cool ist, man kriegt ganz viele Informationen über die Firmen, sind ganz rührige Firmen dabei. Wenn einem das interessiert, wie funktioniert denn so ein Pitch-Deck oder wie sieht denn sowas aus, ist es interessant. Aber um wirklich Geld zu verdienen oder um da eine Überrendite zu bekommen, da würde ich sagen, macht es aus meiner Sicht keinen Sinn mehr. Also für mich macht es keinen Sinn. Ich glaube nicht, dass ich da mit einer Überrendite rausgehe. Ich bin froh, wenn ich dann wirklich am Schluss 8% habe und vor allem mal auch irgendwann in 3, 4, 5, 6, 7 Jahren auch mal Geld sehe und nicht nur ein Kontowert da stehen habe. Ja, ich glaube, man braucht wirklich ein Edge, wenn man da investiert, weil man persönlich dann wirklich auch ein Thema einschätzen kann und auch von den Firmen her zusätzlich nochmal der Punkt, dass man sich sicher sein muss, dass es halt eben nicht die Resterampe ist, die dann der professionelle Venture Capital Fonds nicht mehr haben wollte, sondern die halt eher das Potenzial des Marketings von diesen Plattformen gesehen können. Das sehe ich ja auch aus Mintos-Perspektive. Das ist eine Plattform, wo andere Anleger investieren, die generell finanzaffin sind. Das ist natürlich für Mintos gleichzeitig auch noch ein super Marketing-Effekt, wenn sie da sich darüber finanzieren. Ja, ich glaube, wenn man wirklich ein Venture Capital was machen will, also es gibt ja diese BDCs, die Business Development Companies, in die man investieren kann, die ja auch Venture Capital mehr oder weniger für kleine US-Firmen machen. Da kann man auch mal gucken, in der Richtung gibt es ein paar, ich glaube Hercules Capital macht in so eine Richtung. Oder man, einen Sequoia oder so oder irgendwie oder wie auch immer, was es dann noch alles gibt, wo man dann einfach die Aktien dann nimmt und sagt, naja, die legen die Fonds auf und ich partiziere halt dann indirekt da vielleicht dran. Ich glaube, da macht man einen besseren Schnitt unterm Strich mit, wie wenn man auf solchen kleinen Crowdfunding-Plattformen in irgendwelche Projekte halt sein Geld reinsteckt. Mhm. Ja, Hercules Capital sagt man nicht, das will ich natürlich direkt erstmal im Nachgang googeln. sehr cool. Spannender Rundumschlag zum Thema P2P-Kredite, um das Thema abzurunden. Wir sind auch schon hier bei einer ganz guten Zeit schon. Deswegen natürlich nochmal meine beliebte Standardfrage. Was würdest du vielleicht als deinen größten Fehler beim Investieren bezeichnen und was hast du daraus gelernt? Tatsächlich mein größter Fehler ist, glaube ich, das haben wir schon gehabt, das Loslassen, aber B auch, dass ich doch die Tendenz habe, mich dann auch für Neues zu begeistern und zu verzetteln. Also das ist ja der Punkt, wo ich gesagt habe, ich versuche immer mehr noch in Richtung ETFs mich zu fokussieren und eben den Kernpfad nicht zu verlassen, weil ne, Hercules Capital, BDCs, CEFs, es gibt so viele spannende Dinge, in die man investieren kann. Ja, man muss einfach aufpassen, dass man dann nicht vor lauter gruscht, dann die eigentlichen wesentlich wichtigen Dinge für einen verpasst. Und für mich sind es halt jetzt Fokus auf die ETFs, das P2P als mein Spezialgebiet und den Rest ab und an mal ein bisschen was mitnehmen, ohne den großen Fokus auf die ETFs kaputt zu machen. Gute alte Core-Satellite-Strategie. So sieht's aus, genau. Ja, drehen wir es nochmal ins Positive. Was würdest du als deinen größten Erfolg bezeichnen? Tja, der größten Erfolg ist, glaube ich, schon, dass ich mit dem Thema mich intensiver beschäftigt habe und auch gesehen habe, was für ein Hebel dann entstehen kann oder was da so für ein Potenzial dahinter ist. Also so vor 20 Jahren hätte ich nicht gedacht, dass ich doch ja vielleicht schon mit Anfang 60 sagen kann, ich muss überhaupt nicht mehr arbeiten. Also es ist einfach durch das Thema und das hat schon geholfen, das zu strukturieren und das ganze Thema anzugehen. Gezielt anzugehen und halt auch freies Kapital dann anzusparen.
Das würde ich so in Einzelthemen, ja, das kann man auch sagen. Ich könnte jetzt erzählen, hier Lukoil-Faktor verzehnfacht. Ja, aber vielleicht habe ich einfach auch nur Glück gehabt. Weißt du? Solange du es dann nicht während der Russland-Krise weitergehalten hast. Und nein, nein, ich habe die dann direkt nach dem neuen Markt dann auch verkauft und ich will es gar nicht mehr wissen, was ich gesteckt habe. Das waren noch Zeiten, als es noch Papier gab, weil es die Bank dann noch die Abschlüsse per Papier geschickt hat, Tim. Das sind Dinge, die man heute so nicht mehr kennt. Solange die Aktie selbst nicht mehr in Papier war, sondern nur die Abschlüsse. Das habe ich tatsächlich nie erlebt. Hängt zwar eine an der Wand, aber die ist schon älter als ich bin. Ich habe tatsächlich auch eine. Schön von meinem Arbeitgeber hängt sie hier. Ach, sehr schön, ja. Sehr schön. Ja. Das Gebäude, das ist witzig, ne? Weil da ist das Gebäude von uns drauf auf der Aktie und dann das laufe ich jeden Tag rein. Hat seinen Charme. Das glaube ich, ja. Genau, dann kommen wir natürlich auch nochmal zum Thema Bücher. Ist das ein Thema, hast du investieren auch viel über Bücher wahrgenommen und gibt es da vielleicht eins, was du auch allen anderen zum Lesen empfehlen würdest? Ja, also ich lese tatsächlich jetzt zum zweiten Mal von Daniel Kahnemann, Schnelles Denken, Langsames Denken. Das würde ich jedem empfehlen. Das ist jetzt gar nicht so zwingend ums Investieren, sondern zeigt eher, wie euch Leute dazu bringen wollen, Dinge zu tun, die ihr vielleicht gar nicht wirklich wollt. Ja, ein bisschen Wirtschaftspsychologie und Marketing. Genau, Anker-Effekt, Framing, die ganzen Dinge, die man schon mal irgendwie gehört hat, die sind da drin wunderbar erklärt. Also ich bin immer wieder fasziniert drüber, wenn ich jetzt dir erzählen würde, Tim, dass alles so grau und dunkel und düster ist, dann würdest du nachher in deine Küche ganz langsam und gemütlich laufen, weil ich dich geframed habe und so weiter. Also liest das Buch, das ist echt, wenn das nicht kennt, ich finde es der Hammer, also mich flasht das, ich muss das zum zweiten Mal lesen. Auf jeden Fall. Ist auch in den Shownotes verlinkt und dann wird es natürlich Zeit für das typische Rollenspiel. Wenn du morgen im Körper eines mit 25-Jährigen aufwachen würdest, du hast einen Angestelltenjob, ca. 2.000 Euro Nettoverdienst und noch 10.000 Euro auf dem Tagesgeldkonto, hast allerdings noch dein heutiges Wissen und wie würdest du es nochmal von vorne angehen? Also ich würde bestimmt einiges ändern. Ich würde tatsächlich mir auf die Finger klopfen und nur die ETF-Nummer fahren an der Stelle. Aber ich würde auch nicht aus dem Auge verlieren, dass es ein Leben neben dem Investieren gibt. Also ich bereue auch nicht, dass ich Geld ausgegeben habe für Reisen, Urlaube oder andere Dinge. Also ich habe keine unvernünftigen Sachen, wie jetzt irgendwie Autos oder so Zeug. Das war nie mein Steckenpferd. Aber dieses Frugale und hier jeden Cent absparen, würde ich nicht empfehlen. Ich würde empfehlen, investiere Zeit in Wissensaufbau. Ja, alles, was du an Lernen, dazulernen verbringen kannst, dann verbreitern vom Horizont, finde ich ganz wichtig. Also wie gesagt, ich bin immer noch neugierig, mich interessieren immer noch Dinge, irgendwie nicht nur beim Investieren, sondern ich lese auch ab und an immer noch ein Buch abseits meines Kanons, so irgendwie, weil es mich halt interessiert, ein Thema, Psychologie, Reisen oder sonst was. Also von daher nutzt das, breit aufgestellt, unterwegs zu sein, Sport würde ich noch weiter viel machen wollen. Solche Dinge. Sehr. Also ich gar nicht so sehr auf das Investieren mich fokussieren. Aber das ist ja auch am Ende das Wichtigste, weil das Investieren sollte ja nicht der primäre Zweck sein, sondern nur der Mittel zum Zweck oder das Mittel. Genau. Naja, einfach die Zeit nutzen, die man hat. Sehr schön. Ich glaube, mit diesen wunderschönen Worten würde ich das Ganze dann auch abschließen. Ich danke dir für den schönen Einblick in deine Investorgeschichte und auch dein Portfolio, deine Socials, deine Webseite, der Podcast mit Lars ist natürlich alles in den Shownotes verlinkt. Da also auf jeden Fall mal vorbeischauen und Grüße an den Thomas Dart vom Investor Stories Podcast runterschreiben, damit wir auch wissen, wo ihr herkommt. Und vielen Dank dir. Das letzte Wort des Podcasts, das überlasse ich dir natürlich auch. Ja, ich sage auch vielen Dank, Tim, und ich freue mich, dass ihr es geschafft habt, bis jetzt zuzuhören. Ich hoffe, es war interessant für euch und ja, vielleicht hören wir uns ja woanders wieder. Genau. Bis dann. Ciao, ciao. Bis dahin. Das war's auch schon wieder mit dieser Podcast-Folge. Ich danke dir ganz herzlich fürs Zuhören. Wenn dir der Podcast gefallen hat, würde ich mich sehr freuen, wenn du ihn mit einer Bewertung auf iTunes unterstützt. Außerdem möchte ich dich gerne dazu einladen, der Investor Stories Community auf Facebook beizutreten. Hier hast du einen Austausch mit Gleichgesinnten und professionellen Investoren, die selber ihren Weg in die Freiheit der Finanzen gegangen sind. Und von ihnen kannst du lernen oder auch selber andere Leute bereichern. Und zudem ist dort Feedback zum Podcast immer willkommen.
Um ganz schnell dorthin zu gelangen, kannst du auch einfach investor-stories.de/community eingeben. Ich freue mich, wenn du auch beim nächsten Mal wieder dabei bist. In diesem Sinne, alles Gute, dein Tim.